Moin und herzlich willkommen zu einem neuen VGC-Part auf diesem Kanal. Heute mit einer Bonusfolge nur für Shellterra, weil immer wenn ich das Ding einsetzen will, dann bleibt es entweder komplett im Pokéball oder wenn es sich doch mal raustraut, wird es direkt weggeschrotet. Ich hatte vor einem Monat oder so hatte ich ein Shellterra-Team dabei, beziehungsweise war da Shellterra als Supporter und auch als Angreifer eigentlich mit dem Team, aber es ist nicht einmal aus seinem Pokéball rausgekommen. Und da kamen schon so ein paar Kommentare in die Richtung, ey, was ist denn mit Shellterra los? Hat das irgendwie Angst? Ist das irgendwie schüchtern? Müssen wir uns Sorgen machen? Und bevor jetzt hier Gerüchte aufkommen, möchte ich euch beweisen, Shellterra ist ein starkes Pokémon, wenn man es richtig einsetzt. Und wir haben heute eine Strategie oder eine Meme-Strategie vor, um Shellterra halt wirklich broken zu machen. Die Idee ist relativ simpel. Wir haben die auf dem Kanal auch schon das eine oder andere Mal gezeigt. Wir haben auf Shellterra zwei Attacken, die an sich sehr, sehr stark sind, mit Schmetterramme und Kraftkoloss. Der Nachteil an diesen Attacken, wir senken damit unsere Werte. Schmetterramme senkt die Verteidigungs Werte und Kraftkoloss senkt den physischen Angriff und die physische Verteidigung. Das ist nervig, weil wir halt angreifbar werden und mit dem Kraftkoloss auch auf der physischen Seite angreifbarer werden und natürlich an Durchschlagskraft verlieren. Was wäre denn, wenn wir diese Attacken trotzdem zu unseren Vorteilen nutzen könnten? Und ihr habt es vielleicht schon gesehen, genau das haben wir heute vor. Umkehrung, Fähigkeitstausch, eine sehr exklusive Kombination auf Calamanero. Tauschen wir auf Shellterra drauf und dann macht dieses Ding aber richtig Work, weil dann boosten wir mit einem sehr, sehr starken Move unsere Verteidigungswerte mit der Schmetterramme und mit Kraftkoloss können wir unsere Durchschlagskraft dann erhöhen. Und das ist schon ziemlich cool. Die Strategie haben wir hier schon das ein oder andere Mal ausprobiert, funktioniert natürlich auch mit Cremanzo, was sehr, sehr cool ist. Und genau das möchten wir heute mal testen. Aber ich denke, wir werden den Fokus auf Shellterra legen, weil das Ding soll heute mal performen, weil sonst gebe ich es auf. Wenn das Ding heute nichts macht, dann weiß ich auch nicht. Deswegen werden wir es heute darauf anlegen, das Ding wirklich zu positionieren und damit zu sweepen. Die Idee habe ich gerade schon erzählt. Das Einzige, was vielleicht noch wichtig ist, ist natürlich, dass das Team von Shoto ist, aus der Community. Vielen Dank fürs Zusenden. Ich hatte die Qual der Wahl an Calamanero-Teams, weil ich wirklich viel Auswahl hatte durch das Live-Team-Video. Ich glaube, ich hatte 6 oder 7 Calamanero-Teams gefühlt. Und das Zweite, was wichtig ist, ist, dass Calamanero das langsamste Pokémon im Team ist. Das heißt, wir wollen den Bizarum rausbekommen und dort im besten Fall dann auch für den Fähigkeitstausch gehen, um halt den relativ safe dann rauszubekommen, weil das natürlich das langsamste Pokémon ist. So viel zur Grundidee für dieses Team. Ich bin gespannt, ob es heute funktioniert und ob wir Shellterra endlich mal scheinen lassen können. Ich bin doch sehr davon überzeugt, dass es klappt. Probieren wir es direkt mal auf der Ladder aus. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen im Matchup gegen Arthur. Okay, wir sehen sehr coole Pokémon. Okay, Fueko, Akani, 2 Feuer-Pokémon, 2 potenzielle Bedroher. Weiß nicht, ob Doppelbedroher hier dabei ist. Könnte ein bisschen nervig sein, könnte aber auch cool sein, wenn wir halt schon Fähigkeitstausch haben. Ich gehe mit dem Lead rein, weil an sich sind wir mit Zaum extrem langsam. Und wenn zum Beispiel sowas dasteht wie Hutsasa, können wir das auch erstmal verhöhen. Und Shellterra ist eh immun gegen Hutsasa. Das heißt, da können wir uns ganz in Ruhe gegen das Teil setupen, außer da ist sowas drauf wie Clearsmog logischerweise. Das heißt, es gibt auf jeden Fall hier und da ein paar Antworten. Die größte Gefahr ist tatsächlich Ursaluna Blutmond, finde ich, weil das Ding halt Damage-Output des Jahrhunderts hat und im Bezaum sehr strong ist. Wir sollten nicht unbedingt langsamer sein mit meinen Pokémon als Ursaluna Blutmond. Könnte sein, kommt sehr auf das Set an. Also wenn es halt so ein normales Blutmond ist, in dem Team weiß ich gar nicht, weil da gar kein Bezaum drauf ist. Rückenwind könnte auch Sherox drauf sein. Also ich weiß gar nicht, was ich hier erwarten soll. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich gehe einfach mal mit den Pokémon rein, glaube ich. Jetzt ist die Frage, was der 4. Slot ist. Gehen wir mal so rein, weil das Ding trifft selbst die Feuer-Pokémon halt sehr effektiv mit der Bodenattacke. Deswegen können wir, glaube ich, das Ding noch mitnehmen. Probieren wir es mal aus. So, wir sehen den Lead und wir sehen Blutmond und Fueko. Okay. Ist natürlich gefährlich. Der beste Turn für mich des Lebens wäre, wenn Servol hier einfach nur weggeknallt wird. Also zum Beispiel sowas wie Abschlag into Terra Normal Blutmond in den Slot. Betroa ist erstmal funny, weil wir einen Attack Boost bekommen. Ist egal, wir haben da eh keine Moves drauf, die das irgendwie nice ausnutzen könnten. Also für mich ist es trotzdem bizarr, weil ich glaube, da habe ich am Ende einfach mehr Wert von. Vor allem ist es halt gut, damit Calamanero vorher angreift. Und hier drücken wir halt zu 100% Spotlight.
Dadurch haben wir einen ganz guten Setup-Turn und ich hoffe auf Offensive, okay. Selbst wenn es Schallwelle ist. Eine Schallwelle wäre ein bisschen scary. Es ist tatsächlich einfach eine offensive Terror. Okay. Bitte geh auf Blutmond, komm. Bitte geh auf Blutmond. Und auf Abschlag in Servol. Das wäre richtig, richtig gut. Komm. Tu es. Tu es für mich. So, Spotlight kommt. Wir sehen Abschlag. Okay, den sollten wir natürlich leben, weil wir kein Item haben. Trotzdem viel Schaden. Blutmond. Yes, okay. Perfekt. Perfekt. Weil jetzt ist die Terra draußen und jetzt muss ich mal wirklich kurz gucken. Also das Problem ist so ein bisschen, dass Blutmond natürlich ein sehr, sehr langsames Pokémon ist. Und wenn es, glaube ich, nicht investiert ist, kommt es irgendwie auf 71 Speed. Also irgendwie sowas Komisches. Ich muss mal 72 Speed. Das heißt, wenn es ein normales Blutmond ist und in dem Team sollte es normal sein, dann ist Torterra im Trick Room. Wieso sind wir 76? Laut Pokepace sind wir 71. Shoto 70. Oh, laut Pokepace sind wir 71. Oh no, Shoto, mach nicht den. Mach nicht den. Ja, hier laut Pokepace haben wir 20 EVs. Das könnte uns tatsächlich das Game kosten in Match 1. Eieiei. Das ist problematisch tatsächlich. Also das könnte uns das Game kosten. Aber es ist halt so. Naja, Fähigkeitstausch. Into Schmetterramme in den Slot. Death Boosten. Kein fliegendes Pokémon beim Gegner. Fähigkeitstausch, da sind wir schneller. Das spricht schon mal für ein normales Ursaluna. Hat das Ursaluna Speed, ja oder nein? Nein. Das heißt, wenn wir 71 Speed gehabt hätten, dann wäre das sehr, sehr viel besser gewesen. Aber wir kriegen gar nicht so viel Schaden. Das ist sehr gut. Schmetterramme kommt. Bam. Fuego ist offen. Dachte erst offensiv, aber das ist super, super bulky. Aber Abschlag in den Slot. Oh, das ist nicht die Gefahr, mein Freund. Das ist nicht die Gefahr. So viel kann ich dir schon mal verraten. Das Problem, also es ist jetzt nicht schlimm, ne? Das ist jetzt kein Callout an Shoto. Ich habe mich halt nur am Pokepaste orientiert, weil da ist es 70 Speed und 71 Speed. Da muss ich auch Intro Robin natürlich ein bisschen an der Stelle korrigieren, weil das einfach falsch war. Ich glaube, wir können einmal für Kraftkoloss gehen und für Hypnose in den linken Slot, weil jetzt haben wir halt noch mehr Bulk und das ist ziemlich cool. Wir sehen dann einen Switch-Out. Vielleicht in Hutsasa, das wäre aber egal. Vielleicht auch in... Ja, es ist Hutsasa. Könnte Beulenhelm haben, das wäre ein bisschen nervig. Okay, der Turn ging nicht an uns. Schmetterramme wäre sehr viel besser gewesen. Wir sehen Blutmond. Okay, in den Slot. Das macht schon guten Schaden. Leider zu gut höchstwahrscheinlich. Weil Clear Smog könnte ein Problem sein. Und Beulenhelm. Bist du Beulenhelm? Erstmal Boost. Kein Beulenhelm, okay. So, das heißt, wir drücken Schutzschild. Und... nicht Flucht. Wir drücken hier weiter Hypnose in den Slot. Und Schutzschild. Weil wenn wir jetzt ein Free Switch hin bekommen, dann können wir mit unserem Grimanzo hier, glaube ich, ein bisschen Work machen. Das hat nämlich 72 Speed und sollte im Speed-Teil sein mit Ursaluna. Also das ist wirklich ein bisschen scary gerade alles. So, wir sehen, Hypnose trifft. Ich habe gerade nicht geguckt, wofür Hutsasa gegangen ist. Wahrscheinlich für Clear Smog. Ich hätte vielleicht lieber mal da hingucken sollen. Ah, das wäre wichtig gewesen, was das Ding macht. Ob es irgendwie für Clear Smog gegangen ist, für Schutzschild, etc. Aber ist in Ordnung. Wir haben jetzt ein Siebton draußen. Wir gehen jetzt für Verhöhner. Und wir gehen hier, denke ich, einfach für Schmetterramme in den Slot. Ja, in den Slot. Okay. Weil selbst wenn jetzt Clear Smog kommt, sollten wir leben und wir boosten uns einfach weiter. Die Speedwerte, habe ich schon gesagt, die fallen uns jetzt gerade ein bisschen auf die Füße, aber das ist gar nicht so furchtbar schlimm. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist jetzt passiert? Verwurzler? Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe nichts. Verwurzler ist ja unfassbar abgefahren. Okay. Und das Ding ist bulky. Okay, was zur Hölle spielen wir hier? Verwurzler, Hutsasa, bulky mit einer Beere. Oh je. Oh je, oh je, oh je.
Das wird sehr, sehr scary, weil das Ding kann sich jetzt die ganze Zeit wieder hochboosten und kann halt richtig nerven. Es ist jetzt halt verhöhnt. Das ist ganz gut. Das heißt, kein Wutpulver an der Stelle. Und Bizarum ist weg. Das heißt, wir können jetzt hier recht entspannt für Hypnose gehen. Die wird nicht rauskommen. Und ich glaube für Kraftkoloss. Ich will jetzt einfach mal ein bisschen Schaden drücken auf den linken Sword. Es ist ein sehr interessantes Batch. Ich bin überrascht. Also der erste, die Turns 1 waren natürlich, oder Turn 1 war natürlich unfassbar gut, weil diese offensive Terra mit Blutmond war wahrscheinlich einfach dafür da, um direkt wirklich größtmöglichen Schaden zu machen. Aber das ist gerade natürlich richtig nice. So, Hypnose kommt, geht daneben, beziehungsweise schläft bereits, ist okay. Gigasauger, alright. Gigasauger, Verwurzer und den ersten Move habe ich nicht gesehen. Ist aber in Ordnung. Weil wir jetzt Grimanzo reinschicken können. Wir drücken Rüstungskanone auf den rechten Slot. Und sollten mit Torterra, mit diesem Boost, die wir haben, durchgehen können. Verwurzer ist halt abgefahren. Wir wissen dadurch aber, dass wir einen 100%igen Hit rechts rausbekommen, weil Verwurzer führt ja auch dazu, dass kein Switch mehr kommt. Ich weiß gar nicht, warum spielt man denn Verwurzer? Es ist so wild. Erstmal hier plus 2, plus 4. Ich denke mal, wir können uns hier einfach die Verteidigungsboosts eher gönnen, weil die uns wahrscheinlich Longterm ein bisschen mehr bringen. Bam und bam. Let's go. Schmetterer bekommt. Mach's gut. Das war sehr nett mit dir. Und die Rüstungskanone sollte auch ausreichen. Und damit haben wir, glaube ich, erst die ersten 2 KOs geholt an der Stelle. Weil Fuegro ist ja rausgewechselt. Und Fuegro kommt jetzt gleich rein und sagt sich so, hey, du hast Umkehrung. Möchtest du einen Angriffsboost haben? Und ich sage dazu natürlich sehr, sehr gerne. Leute, Shelterra funktioniert. Ich glaube, das sieht man. Natürlich ist das Team vom Gegner übertrieben komisch. Also die ersten Turns waren jetzt nicht komisch. Ich fand, in die Offensive gehen kann man da machen, weil man halt direkt einen KO holt. Und wenn man dann, wenn Bizarum kommt, kann der Gegner damit, glaube ich, mit dem Ursaluna Blutmund leben. Deswegen war das eigentlich ein guter Lead. Und ich sag alles fein, bis dann tatsächlich Verwurzler kommt. Und ich mir so denke, ich check gar nichts. Wir sehen jetzt Greninja, okay. Und Fuego. Exakt. Ich kann jetzt mit beiden Schutzschilden, denke ich, an der Stelle. Alter, das ist schon abgefahren. Danke nochmal für den Betroher-Boost. Ich gehe jetzt für Schutzschild mit beiden, weil ich brauche hier gar nichts riskieren. Ich kann mal gucken, was der Gegner macht. Kommt hier ein Eisstrahl, um Torterra rauszunehmen oder so. Kommt erstmal ein Mogelhieb. Den will ich natürlich auch damit abfangen. Das ist vollkommen fein für mich. Wir sehen Mogelhieb in die Gefahr natürlich, weil klar, Grimanzo ist gerade nicht mehr so die Gefahr. Und sehen wir vielleicht die Signature-Attacke? Ja. Also für mich, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist natürlich auch Wandlungskunst, weil eine andere Fähigkeit ist verboten. Außer natürlich hier die Standardfähigkeit von den Startern. Ich könnte jetzt hier in die Terra-Pflanze gehen, aber Grimanzo ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil es gewinnt dann trotzdem wahrscheinlich nicht gegen Greninja. Deswegen gehe ich hier einfach für Brandsand in den Slot. Und lass den Gegner einen KO holen. Und gehe hier für die Terra Wasser. Weil die mir defensiv gegen Fuego und auch gegen Greninja zumindest gerade viel mehr bringt. Und ich gehe hier einfach für Kraftkoloss. Weil ich damit meine physische Verteidigung erhöhe. Und weil ich einen KO holen sollte auf plus 3 Angriff. Und weil ich einfach Bock habe, auf plus 4 Angriff zu gehen. Let's go. Terra beim Gegner ist draußen. Er spielt es auch noch weiterhin aus. Und das ist cool, weil wir unendliche Boosts bekommen. Ich habe schon einige Matches gemacht, aber ich denke, das packe ich an den Anfang, weil wir einfach so viele Boosts uns holen. Auch in den anderen Matches habe ich mit Torterra gekämpft. Und wir sehen jetzt die Prio. Boah, das reicht ja nicht mal auf minus 1. Es sei denn, das ist Loaded Dice. Ist es aber nicht. Okay. Das ist wild. Flammenblitz kommt. Dafür war die Terra. Das macht absolut gar nichts. Kriegen wir einen Burn. Wir kriegen keinen 10% Burn. Kraftkoloss kommt. Let's go. Und jetzt kommt die Bodenattacke. Schade. Ich hätte gern auch Torterra noch den letzten KO gegönnt. Ich glaube, wir sind jetzt auf plus 4 Angriff oder so. Auf plus 6 Verteidigung gefühlt. Also das Ding, wenn es positioniert wird, ist echt broken gut.
Also klar, es ist eine Meme-Strategie, aber der Gegner hatte nicht die Sets und hat auch gerade mit dem Hutsasser ultra weird gespielt. GG an dieser Stelle und wir gehen einfach direkt ins nächste Matchup rein. GG, Arthur, war ein cooler Kampf. Ich glaube, wir haben mal gesehen, dass dieses Shelterra unbesiegbar sein kann. Ich glaube, so nenne ich die Folge. Wir gehen ins nächste Match rein. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zum ersten Matchup gegen ein gefährliches Team mit Priduradon, Pelipper, logische Kombi. Bin gespannt, ob wir da irgendwie ganz weirdes Zeug sehen. Irgendwie Dampfwalze, Farigiraf oder so, könnte ich mir vorstellen. Oder Prügler auf Elfhuhn, um natürlich entweder das Priduradon zu hochzuballern oder den Schwächenschutz auf Metacross zu aktivieren. Das sind so ein paar Ideen, die ich bei dem Team sehe. Sonst finde ich meine Trick Room-Strategie sehr, sehr cool. Wenn Farigiraf im Lead stehen würde, dann würde ich höchstwahrscheinlich direkt für den Switch in Shelterra gehen. Der schlimmste Lead wäre für mich Farigiraf Metacross, um ehrlich zu sein. Das finde ich am schlimmsten. Sonst ist eigentlich alles ziemlich cool und ziemlich fein. Gehe ich mal so rein, also mit den dreien, weil das ist immer ein ganz guter Lead, glaube ich, um relativ safe den Bizarre rauszubekommen. Klar, gegen das gegnerische Team geht das nicht so ganz, aber wir können es probieren. Und dann würde ich vielleicht mit Cremanzo reingehen. Gegen die Regen-Action ist es nicht so gut. Wir haben immerhin für Priduradon noch sowas wie Brandsand, um das trotzdem sehr effektiv zu treffen. Ich finde auch, dass Yami gut aussieht und tatsächlich sogar noch ein bisschen besser. Deswegen gehe ich mit den vier rein und probiere es einfach mal aus. So, wir sehen den Lead und wir sehen tatsächlich Farigiraf Metacross, also genau den Lead, auf den ich keinen Bock hatte. Ja, ich glaube, also das ist halt ein bisschen nervig. Ich glaube, ich gehe trotzdem auf Spotlight, weil ein KO wäre an sich in Ordnung. Und entweder wird der Bizarre rausgeholt beim Gegner oder invertiert. Dann kommt aber keine Dampfwalze und kein Prügler. Ich denke, Prügler Farigiraf könnte das definitiv auch sein. Das heißt, wir gehen mal Spotlight. Wir könnten auch direkt rausgehen. Aber ich denke, Spotlight ist schon sicherer und Bizarum. Das Beste wäre einfach Prügler oder Dampfwalze oder so. Das instant. Klar, der Bizarum kommt dann raus. Der Schwächenschutz wird dann aktiviert, aber okay, es ist tatsächlich Dampfwalze. Okay. Wir kriegen einen Speedboost auf Calamanero und das ist tatsächlich ziemlich nervig. Das ist ziemlich nervig, weil wir jetzt schneller sind als Shelterra. Das ist echt ein Problem. Das ist echt ein kleines, aber feines Problem. Okay. Und wir sehen Ramboss auf den Slowdown. Das killt natürlich. Aber warum Dampfwalze? Oh, komm. Es gibt so wenige Strategien, die hier wirklich uns stressen. Aber das ist eine davon. Wenn wir jetzt Cremanzo dabei hätten, wäre es vielleicht noch besser geworden gewesen. Aber ja, vielleicht gehe ich einfach für Terra Wasser und trotzdem Fähigkeitstausch und gehe erstmal für einen Steinhagel. Ich glaube, das mache ich. Ja. Ich mache ein bisschen einen dummen Play, aber nur, weil ich reagieren muss. Und mit Terra Wasser fange ich hier den Ramboss ab. Wir sehen einen Switchout auf Farigiraf. Okay, das könnte Priduradon sein. Wäre aber ein bisschen scary. Könnte auch Pelipper sein. Das wäre okay. Es ist Pelipper. Okay. Vielleicht kommt Terra Wasser Terra Ausbruch. Erstmal kommt meine Terra zuerst. Wir sind natürlich das langsamste Pokémon. Wir können flinchen. Zu 30% flinchen wir hier. Und zu einer hohen Wahrscheinlichkeit will das Ding jetzt erstmal Shelterra, glaube ich, weghauen. Weil das eine große Gefahr ist. Komm. Wir sehen Terra. Okay. Terra Wasser? Höchstwahrscheinlich, oder? Terra Wasser, Terra Ausbruch in dem Team? Macht irgendwie Sinn. Terra Flug. Dann treffen wir es jetzt sehr effektiv. Okay. Danach natürlich nicht mehr. Erstmal bin ich auf die Speed-Interaktion gespannt. So, sehr effektiv gegen Metacross. Okay, das Ding ist noch schneller als Metacross, was gut ist. Also wir konnten jetzt den Fähigkeitstausch so nicht rausbekommen. Wir sehen Erdbeben. Okay. Erdbeben ist interessant, weil es nicht sehr effektiv gewesen wäre auf Torterra. Aber wir können jetzt Hypnose drücken und Schutzschild, weil wir gesehen haben, dass wir schneller sind als der rechte Slot. Und ich denke, ich drücke hier auch
einfach Schutzschild und Hypnose erstmal den linken Slot, weil der mich gerade noch ein bisschen mehr unter Druck setzt. Weil gegen rechts können wir Kraftkoloss spammen und danach weiter mit Steinhagel machen. Vielleicht sehen wir auch Rundumschutz, um das halt abzufangen. Ja, sehen wir auch. Okay, schwieriger Start für uns, aber ich glaube, wir können uns mit der Strategie so und ein bisschen Glück, zum Beispiel, dass eine Hypnose trifft, können wir uns so ein bisschen rauswinden. Aber leider trifft die Hypnose nicht. Wir sehen weiterhin Erdbeben. Das ist ein bisschen nervig, weil die Hypnose war schon wichtig. Okay. Aber das war jetzt quasi eine Nullrunde für uns. Das war ein Turn, an dem wir nichts gewonnen haben. Außer ein paar Überreste und Schaden auf Calamanero. Okay. Für mich ist es der gleiche Play. Ich hätte jetzt auch Verhöhner drücken können, hätte ich mehr gehabt durch den Turn und ich drücke Kraftkoloss in den rechten Slot. Wir wissen, dass da jetzt ein Schutzschild drauf ist. Okay. Komm, please, Hypnose, triff mal. Komm. Calamanero, tu es. Tu es einfach. Komm. Let's go. Wichtig. Ich meine, ne, von zwei Hypnosen ist es dann relativ wahrscheinlich, dass eine trifft. Hat eine 60%ige Genauigkeit. Das heißt, da war schon so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit in unserem Favor, dass wir eine treffen. Und jetzt können wir halt Hypnose spammen. Und ich würde jetzt trotzdem auf Kraftkoloss gehen, glaube ich. Ich werde jetzt trotzdem auf Kraftkoloss gehen. Und auf Hypnose, weil da kam jetzt ein Schutzschild und ich gehe jetzt auf Kraftkoloss und ich baller mich jetzt einfach hoch. Leider können wir halt keine Schmetterramme drücken. Ich würde mich schon gerne auf der speziellen Seite noch ein bisschen boosten, um halt den Orkan ganz gut zu leben. Ich habe gerade nicht richtig aufgepasst, ob Rundumschutz zuerst kam. Ich glaube aber nicht auf Pelipper, weil dann hat das schon Speedturn abgebraten. Ich bin mir gerade unsicher. Es ist ein bisschen doof, weil da hätte ich drauf achten müssen. Habe ich in der Situation nicht. Aber wir werden es jetzt erfahren, wenn es vielleicht direkt aufwacht. So, erstmal trifft die zweite Hypnose. Let's go. Okay. Ist natürlich eine Strategie, die jetzt in dem ersten Match hier nicht so super clean rausgekommen ist, aber sie funktioniert halt trotzdem mit ein paar Umwegen. Weil ich glaube, es war gut, trotzdem okay, dass wir in die Terra gehen. So, das schläft und das andere Pokémon schläft auch. Und ich würde mal sagen, wir können jetzt Verhöhner drücken auf den linken Slot vielleicht sogar, um Rundumschutz zu... Ne, wir drücken Safe Bizarre. Safe bezaubern. Ja. Dadurch, dass der jetzt weg ist, drücken wir Safe bezaubern und gehen hier auf den Steinhagel. Weil dadurch machen wir erstens Schaden auf plus 1, das Ding wacht auf und drückt Rundumschutz. Das ist für mich vollkommen fein, weil solange wir jetzt den Bezaubern rausbekommen, haben wir nochmal 5 Runden, mit denen wir einfach arbeiten können. Und solange das Ding mich nicht angreift, werden wir halt bulky ohne Ende. Und das ist für mich vollkommen fein, weil das Ding schläft weiterhin. Wir drücken Steinhagel. Klar, an sich ist das ein Turn, der nur mir etwas bringt. Der bringt nur mir etwas. Und das ist für mich sehr, sehr, sehr okay. Weil klar, es ist ein bisschen ein langsames Spiel. Es liegt jetzt nicht unbedingt an mir, weil der Gegner spielt eher passiv und defensiv. Wir wollen ja reinscheppern. Wir haben einen Setup-Turn gebraucht. Okay, der Gegner auch. Aber seitdem ist er irgendwie ganz schön in der Defensive gefangen. Ich gehe jetzt für den Verhöhner finally und für den Kraftkoloss in den Slot. Weil Calamanero an der Stelle abwerfen ist für mich okay. Wir sehen jetzt auch einen Switch. Okay. Schutzschild. Okay. Wahrscheinlich ein Angriff in Calamanero. IC. Ist aber in Ordnung. Verhöhner in den linken Slot. Der wird sich jetzt einen KO gönnen. Höchstwahrscheinlich auf Calamanero. Aber dann kriegen wir halt Epitaph rein und sollten hoffentlich das Game ein bisschen schneller gestalten können. Ja, wir sehen jetzt den KO da. Hypnose in den Slot war halt relativ wahrscheinlich, hätte der Gegner die nächste Nullrunde gemacht. Deswegen sehe ich das an der Stelle gar nicht so super, den Play, aber es ist auch vollkommen fein für mich. So, wir gehen jetzt hier Epitaph rein, wir drücken Schutzschild und Kraftkoloss in den rechten Slot. Einfach weiter und werden den halt einfach irgendwann breaken. Ist halt so. So, Schutzschild, Kraftkoloss da rein. Und danach werde ich den linken Slot doublen. Der ist jetzt verhöhnt, das heißt, wir können jetzt einmal Kraftkoloss rechts drücken und danach drücken wir halt Steinhagel, weil ein Rundumschutz kann jetzt an der Stelle nicht kommen. Und für mich ist es einfach nur wichtig, dass... Also Pelipper könnte hier noch einen Steinhagel leben und das ist mir zu scary, dass das Ding jetzt irgendwie dafür geht, dass es drin bleibt. Deswegen spielen wir es einfach so. Wir sehen da jetzt einen Switchout mit Farigiraf. Schutzschild kommt. Da hätte ich eigentlich auch auf Protzer gehen können, aber für mich ist es jetzt gerade vielleicht doch die sichere Variante.
Kraftkoloss. Bam, der macht schon ganz guten Schaden mittlerweile. Das ist cool. Und das Schönste daran ist eigentlich, Rambos, okay, dann war das Schutzschild, glaube ich, doch gut. Weil wir drücken jetzt links einen Ableithieb und rechts eine Schmetterramme. Also auf meinen Pokémon, links und rechts, ne? So, Ableithieb und Schmetterramme in den Start. Weil es wird hundertprozentig ein Schutzschild kommen und der Bizarre wird invertiert werden. Ich denke, das ist der offensichtlichste Play aller Zeiten. Aber das ist für mich okay, weil jetzt sind wir mit dem Torterra in einer absoluten heftigen Situation. Protzer wäre jetzt besser gewesen, aber ich dachte mir so, für den Double-Up ist das vielleicht die Idee. Junge, okay, es hat ein bisschen gebraucht in dieser Folge, wir haben uns ein bisschen setupen müssen, aber am Ende lohnt es sich, weil dieses Ding einfach nur brutal, brutal reinscheppern kann. Sehr cool. Okay, krass, die Strategie funktioniert. Es gibt natürlich viel, was dagegen spricht, so Rundumschutz haben wir gerade gesehen und defensive Terra natürlich, weil wir sind schon in einer nicht der besten Situation, aber auf plus 2 haben wir hier schon ordentlich performt. Und das Beste ist natürlich auch so ein bisschen der Verteidigungsboost. Ich würde hier mal einen Protzer wagen, beziehungsweise eigentlich gehe ich einfach hier für den Double Up in den Slot mit Kraftkoloss und mit Zornesfaust. Weil das sollte im Double Up auf jeden Fall reichen. Perfekt. Selbst wenn jetzt ein Orkan in Epitaph kommt, sollte Torterra so langsam aber sicher durchgehen können. Kein Rundumschutz ist auf jeden Fall mutig, weil Steinhagel hätte hier auf plus 2 schon ordentlich gescheppert und hätte den rechten Slot an der Stelle auf jeden Fall rausgenommen. Aber ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, dass der Gegner hier jetzt ein paar Plays machen muss. Kommt auch der Orkan, aber wir sind so speziell defensiv, dass wir das sehr, sehr entspannt leben. Keine Verwirrung ist cool. Und dann ist der Bizarum jetzt an der Stelle wieder weg. Okay. Den haben wir jetzt zweimal genutzt und jetzt müssen wir tatsächlich damit klarkommen. Das Coole ist, das Ding sollten wir auch auf plus 1 auf jeden Fall leben. Das heißt, ich gehe hier für eine Schmetterramme in den Slot und ein Schutzschild und damit sollte ich doch gewinnen, oder? Er wird jetzt den Slot doublen, nehme ich an. Nee, und das ist ein Fehler. Ich denke, wenn er meinen Schmetterrammen-Kollegen doubelt, dann hat er noch eine Chance, aber Stromschall ist natürlich scary, weil es sehr effektiv ist, aber komm, Shellterra, das ist dein Moment zu zeigen, dass du doch kein Lappen bist. Komm. Zeig's den Leuten. Zeig es den Leuten. Okay. Du bist ein Goat. Sehr cool. Tschüss. Torterra holt sich den ersten Sweep des Tages. Und das ist ziemlich cool, weil den zweiten Sweep habe ich tatsächlich auch schon aufgenommen. Um mich schon mal ein bisschen zu spoilern. So, wir kriegen ein paar Überreste und das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist tatsächlich, also das Ding hat wieder Regen draußen. Wir haben hier, Alter, plus 5 Verteidigung, plus 2 Spezialverteidigung. Also für mich ist es, glaube ich, Zornesfaust into Steinhagel kann daneben gehen. Wenn der Gegner es richtig spielt, nimmt er jetzt Epitaph raus und hofft, dass Steinhagel daneben geht. Wir sind auf plus 3 Angriff. Ich glaube, ich gamble einfach auf den Steinhagel. So, macht's richtig. Wenn wir jetzt Steinhagel daneben pfeffern, ist es halt nervig, aber ich glaube, das ist trotzdem der beste Move, den ich habe. Weil sonst kriegt er jetzt noch einen Orkan raus und damit holt sich Shellterra, glaube ich, den vierten KO. Ich denke aber, für euch wird es das letzte Match der Folge sein. Leute, lasst doch gerne noch ein Like da für Shellterra. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass das Teil ziemlich gut sein kann. Das war natürlich heute eine Best-of-Folge, weil ich habe schon ein paar mehr Kämpfe gemacht und immer funktioniert die Strategie nicht. Es gibt viel, was dagegen spricht, aber es gibt auch viel, was dafür spricht, nämlich der Spaß und den hatte ich zumindest. Ich hoffe, ihr auch. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich sehr darüber freuen. Macht's gut, bis dahin und ciao.